Jetzt? Test, Test, Test. Ich höre mich immer noch, aber ich bin natürlich jetzt auch arg laut gewesen. Also. Ja. Okay, also gut, konzentrieren wir uns erstmal, ich erzähle später. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Internet hier reicht. Angeblich habe ich jetzt nämlich eine Flat und könnte jetzt einfach streamen. Ich habe aber, ich bin praktisch direkt vor dem 200 GB Limit und das haben meine, hat mein Vater und meine Schwester verbraucht. Mhm. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Erstmal nochmal. Kommt drauf an, wie viel man, wie viel Speed man hier hat. Was man macht. Ich glaube. Können wir den überhaupt cutten? Mal sehen, ob das hier schneller ist. Springt man auf dieses Mittelding von der Quarterpipe oder wie? Also das machen einige. So war nicht so einfach. Sicher. Ja. Quarterpipe Pro. Bei der Quarterpipe drüber. Das hatte ich auch überlegt. Also die andere Idee. Ja. Ey, keine Ahnung. Ich will hinten auf die Quarterpipe springen und mein Auto überschlägt sich immer aufs Dach. Ja. Aber das selber habe ich auch. Die hinten auf die Quarterpipe springen. Komm, Mann. Scheiß. Checkpoint Trigger doch. Seh schon, das wird nix heute. Oh, jetzt hab ich's hier. Mann, wir denken, dass man irgendwie seinen Reifen da einklemmen muss oder so. Okay, ja, ich hab's dann genau in dem Run hab ich's gemacht. Immer noch nicht, was man machen soll. Viele Leute könnten maximal auf diesen Server. Hundert, also noch drei oben links. Dann traue ich mich nicht ins Back zu gehen. Also was? Überhaupt nicht, was man machen soll. Ach komm. Was? Ach so, jetzt verstehe ich's. Bin ein bisschen weit gefahren am Ende, aber. Ja. Ach, man springt da nach rechts, ach so. Die Frage ist nur, wie schafft man es zu landen, ohne sich zu überschlagen? Das rechte Hinterrad klippen. Dann kann man hundertprozentig das Fuß landen. Boxst du einfach. Ich habe jetzt dreimal hintereinander eine Topzeit gefahren. Sogar viermal. Aber schon Fullspeed, oder? Ja. Ja, den CP und dann Respawn. Nö, warum denn? Fährt man durch? Oh, ich hab's geschafft. Fährt man durch? Oh, ich war erster am CP. Hä? Warte mal, wie ist das? Achso, man kann ja auch das machen. Dann auf die Quarterpipe und dann rechts runter, oder wie? Wie meinst du auf die Quarterpipe? Ich fahr da einfach hoch, dann klippe ich mein rechtes Hinterrad und dann fahr ich den Smooth runter. Quarterpipe. Ja, oh. Na, ja, aber dann springst du einfach in CP und drehst rum. Warum springen? Ich lande nirgendwo, ich fahr da smooth in die Quarterpipe runter. Achso.
Trotzdem irgendwie eine Sekunde langsamer. Shit. Wie hat der bitte eine 0,8 gefahren? Ich habe jetzt irgendwie schon 6,1, 0,2 Zeilen gefahren, aber. Kriegt so irgendwie mal das Limit. Versuchen wir den Schaden. Das ist noch nicht so meins. Meins auch nicht. Das ist mir halt immer noch ein Rätsel, wie man da so konstant so gut landen können soll. Landen ist gar nicht mein Problem, ich bin einfach zu tun, das danach schnell zu fahren. Man würde dann einfach ganz gerade runterfahren, so ein Quarterback. In einer guten Linie. Ja, okay. Oh, welcher Platz bin ich? 29. Bin ja froh, dass es irgendwann so überhaupt funktioniert hat. Halbwegs. Oh ne, jetzt muss man da nachdenken. Ja, Checkpoints. Yay, yeah, nachdenken. In der Stadt nicht, Alter. Aha. Soll der Cut hier nur beim Ende sein? Mann, ich sehe nicht wirklich einen Weg, wie man den letzten Checkpoint anders gut mitnehmen kann. Irgendwie auch nicht. Und vor allem da von den letzten Checkpoint dann zurück. Ich meine, den Weg muss man sowieso irgendwie fahren. Ich könnte dann zum ersten Checkpoint wenden, aber da kommt man auch nicht gut über die Bande drüber. Ich hätte jetzt eine Idee. Er hat zwei Ideen. Ja, aber die eine ist nicht schneller. Ja, das ist auf jeden Fall nix hier. Bitte. Also die Zeiten, die aktuell gefahren werden, sind Low-Cut. Ist es lohnt, mit der Quarterpipe am Ende hochzuspringen? Oder einfach mit dem Dirt Hügel? Ist das schon ausprobiert? Die Quarterpipe scheint mir nicht zu funktionieren. Scheint mir auch nicht. Deswegen frage ich, weil ich es nicht probieren möchte. Ach, Idee, schon. Aber. Die Frage ist beim Dirt-Hügel, wo genau springt man ab? Ja. Das ist die große Frage.
Wäre schon irgendwie cool, da auf den Rädern zu sein. So. Das wäre, ja, wär interessant, wenn das klappen würde. Hab ich auch noch nicht geschafft. Ich überlege mir einfach den Flip zu embracen und einen kompletten Flip zu machen, anstatt irgendwie gerade springen zu wollen. Ah. Oh. Nur einmal ordentlich lang. Das klappt. Ey, Cheating. Oh. Ja. Och, lass mich doch da hoch. Nein, ich hab zu wenig Speed. Och, das wäre das. The fuck macht Doc, Alter? Lass mich doch über die Wand. Ey, dieser Hetzesprung. Ich hab mal gerade geguckt und Doc und Torus machen tatsächlich das, was ich mir gedacht hatte. Aber was dann aufgehört hatte zu machen, weil jeder das andere gemacht hat. Ja, nice. Ja. Oh, was ist das denn? Nein, lass mich doch über die Wand! Wenn ich versuche, ja. Ja, wieso? Okay. Ah, ein bisschen besser. Okay, nee. Boah, gefühlt 20 Minuten, um sowas zu schaffen. Was war das denn für ein Bug? Ach, keine Ahnung. Ah, oh, no speed. Ja. Oh, jetzt krieg ich's perfekt, wo ich's nicht finishen kann. Was machst denn du? Bei den Start. Oh. Na, ich bin am Start nach links gefahren. Zu diesem Checkpoint hochgesprungen. Mhm. Und jetzt hatte ich ihn gerade perfekt. Aber es hat mich jedes Mal überschlagen bei dem letzten Sprung. In meiner PB habe ich mich überschlagen in der Landung. Ich bin dann da ganz diagonal hoch. Ja, ich habe ich auch gesehen, diese eine Linie, aber irgendein Bump hat mich jedes Mal umgedreht. Das sieht machbar aus, ja. Warte, was? Soll man über die Bubbles springen dann, oder wie? Über die Bubbles und sonst zum letzten Checkpoint und umdrehen, oder? Ja, die beiden ist und dann würde die in einen von den beiden spielen. Würde ich denken. Hat er überhaupt über die Wand? Ja, bei dem hinteren kann man auf jeden Fall nicht. Ich sehe jetzt hier nicht so richtig, wo die Cuts sind. Ja, du fährst am Anfang ganz normal nach vorne, holst den CB. Ja, ich bin Erster. Aber es wirkte wie eine normale Linie. Das ist nichts Besonderes hier. Es geht mir auch schneller, als diese Waffe zu benutzen.
Na klar, eckig an. Ja, in der Map ist nichts Besonderes. Da werde ich nichts aufholen können an meinem riesen Abstand, den ich hab. Och man. Die Zeit da von meinem und ihm wird ziemlich stark. Obwohl, ist es ein Dragon vielleicht? Hm. Mein Schnell war auch nicht so gut. Das könnte man wohl Warbang. Auch wenn man enger fahren. Für die Map jetzt so viele Minuten Zeit zu haben, ist irgendwie. Komisch. Hm. Hast du irgendwas Besonderes gemacht, Panado? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt das gleiche fahren. Ich bin einfach dann, also ich bin am Anfang ganz normal gefahren, hab die 1 CP eingesammelt und dann halt direkt links runter und dann über die Bubbles. Dann runterspringen und dann eben rückwärts quasi fahren. Okay, habe ich nicht gemacht. Über die Bubbles und dann zum letzten Checkpoint. Den letzten beiden, ja. Okay. Über die, noch viel die schneller. Mittlere Bubble, oder? Ne, ich fahre über die ganz rechts. Muss halt aber ziemlich schnell sein, sonst bleibst du hängen. Man kommt gerade so drüber mit gutem Speed. What the fuck? Ne, ein paar Mal probiert, aber nicht ansatzweise drüber gekommen. Achso, das machst du. Hm. Hä? Die machen scheinbar nicht viele. Das ist doch unmöglich, what the fuck? Krieg das eigentlich jedes Mal hin. Brauchst halt nur guten Speed von oben. Ach, die Bubble. Ach so. Die, wo zwei Bubbles hintereinander sind, oder die, wo nur eine Bubble ist? Den ersten CP-Sammel ist direkt links runter. Ach. Da sind so vier oder fünf Bubbles nebeneinander. Ach. Vier sind das. Du nimmst die ganz rechte. Ach, das sind Bubbles. Ja, die hätte ich auch irgendwie gar nicht gesehen. Och Mann. Wie will man da hinkommen? Hey, Kurve danach sollte ja. Ja sein. Landung ist halt zu scheiße. Mehr rum. Ach, schon eine 16,3, okay. Ja, ja. Irgendwie habe ich die Farbe jetzt überhaupt nicht gesehen. Da kannst du halt nichts aufholen auf der Map. Ich bin einfach zu dumm, die Kurve zu fahren. Ey, ich krieg den Jump, die dazu nicht. Los. Ey, ich stand aber auch immer zu weit. Also ist weit rechts. Geht es so easy, das da. Ah, jetzt sehe ich. Na, geht doch. Ich überlebe. Oh! Schaff's einfach nicht. Sehe ich schon wieder, start genau jetzt im falschen Moment, dass wenn es jetzt schief geht an den Bubbles, wird es genau nicht reichen mit einem weiteren Versuch. Na, ja. Genau das. So, dass ich doch im Flug überlegen muss, ob es vielleicht klappt oder nicht. Hole ich auf Doc auch nicht auf.
gut. Ich hätte auf niemanden auf 36. gerade. Man muss man hier durchblicken, wo die Checkpoints alles sind. Ja. Ja, okay, so, aber relativ obvious, würde ich sagen. Ja, ja. Einfach. Ja. Ja, und ja, ja. Ziemlich easy. Erst oder hochspringen hier. Ich glaube, ja, rechts über diese Rampe und dann halt zum CP. Ah, der letzte Sprung ist ein bisschen tricky. Aber machbar. Hey, ich bin der Erste. Ich bin voll gecrashed. Am Ende der Sprung ist halt scheiße. Kann dort nicht drauf zu kommen. Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen challenging ist. Junge, 6 Spectator, fucked off. Einfach nicht weiterfahren. Der ist auch weg. Jetzt was andere auf den Kopf sagen. Ah, du springst schon dann einmal komplett durch am Ende, oder? Ja. Und leider ist aber nichts, weil danach bin ich direkt gegen die Wand gecrashed und brauch halt den Winkel danach auch noch. Ich schaff's aber nicht, da auf die Rampe drauf zu kommen, weil das so eng ist davor. Oder kann man durch das Triangle vom CP fahren? Okay. Beides sehr eng. Na, geht doch. Ich glaub, mich ist schneller. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Ich weiß noch nicht, was du mit Dreieck vom CP meinst. Auf der normalen Route fährt man die ersten beiden in Reverse. Und dann halt zum letzten CP. Vom ersten CP. Ja, genau. Oh. Mach ich eigentlich. Also wenn du dann den letzten CP, also den vorletzten CP einsammelst, fährst du nicht rechts hoch, oder wie? Nein, ich spring da direkt. Hä? Durch die Lücke da. Oh, quasi geradeaus, rechts durch die Lücke. Ach so. Ah, okay, hab ich nie gesehen. Das macht natürlich Sinn. Ich bin nämlich oben über diese Plattform gefahren, da warst du halt mega langsam. Mhm. Seit von Spur da liegt. Mega krass. Ach du Stiellücke, okay. Ah, jetzt bin ich auch gut. Macht's natürlich einfacher. Ah, ja gut, easy.
Dieser scheiß Pol da steht, nervt halt. Hm. Ach. Das ist halt auch rechts vorbei und dann ist der Winkel danach so schwierig. Ja. Ja, die andere Pol ist auch nervig in den Links, in den Linksdritt. Ach komm. Das war gut. Halbwegs. Start und dann die Pole. Meine Güte, ey. Nein, jetzt hat der Airbrake nicht funktioniert. Ich habe Hunger, wenn die nicht geschafft. 2,8 kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hm. Aber Jar Jar ist weit hinten insgesamt. Ja. Oh! Natürlich blieb ich. Wo ist Doc? Natürlich blieb ich mit meiner Uhr am Laptop hängen und habe den Entfernbutton nicht getroffen und deswegen habe ich dann zu spät gestartet in der letzten Runde. Ich habe gerade rechtzeitig geschafft. Bei mir war es eigentlich auch genau getimed. Kommt bestimmt nur noch so eine richtig eklige Overworld. Wie zum Henker bin ich denn? Achter insgesamt. Wie macht das denn Sinn? Ja, okay, das macht Sinn. Ist doch nicht. Ich bin auf 14 gerutscht, schlau. Also die, der Cut also sieht jedenfalls einfach aus. Halbwegs. Na, muss das, man zweimal so aus der Quarterpipe rausspringen. Ja. Das ist der letzte Sprung ins Ziel, sieht ein bisschen. Mal gucken, ja, welchen Winkel man braucht. Ja, dann den Speed nicht behalten beim letzten. Ja. Wo ist denn, wie viel Checkpoint gibt es denn hier? Einen. Ja, gut. Oh. Ich glaube, ich habe schon gesehen. Ja. Los geht's. Oh ja. Ne. Ich bin mal mit einer 13 Finish out, nice. First try einfach. Ja, first try, erster. Und Maxi, hallo. Ey, können wir zur nächsten Map? Die ist einfach. Holy sh. Wow. Ja, viel zu gut am Ende. So, ja. Wie das ist so eine einfache Map. Was waren die für Zeiten da? Das ist gar nicht so schwer. Naja, das war eine schlechte Zeit bei mir. Ich hatte überhaupt keinen Speed. Wenn jetzt. Ich jetzt überlebe, habe ich eine gute Zeit. So. Jawoll! Oh, ich hab. Nein! Oh, ich war auch ein 13. Ich bin nächstes Ziel. Ich hab meine Zeit geequelt. Den ersten Sprung kann man da bestimmt Fullspeed fahren irgendwie. Ja, klar. Kannst alles. Obwohl? Oh, ja, ja, alles Fullspeed. Und ich bin gegen das Ziel geknallt. Und dann ja, ich auch. 2,5 gefahren. Scheiße. Ich glaube, ich brauche erstmal gar nicht fahren. Ich will erstmal eine halbwegs ordentliche Zeit. Dann fuck off, Jungs. Oh, shit! Hallo? Ich spring nur gegen das Ziel jedes Mal. Hat auch noch perfekt getroffen. Okay, jetzt sind sie alle weg. Ich hatte 6 Spectator wieder. Mann. Komm, einmal nicht gegen das Ziel, ey. Schon wieder? Haben wir 4 Minuten gar nichts zu tun. Aber gut, ich meine, mit der Zeit will man jetzt nicht groß was verlieren mehr. Ja, ist so. Ich bin ja doch eine Sekunde langsamer als ihr. Ich meine, hier kann man auf jeden Fall Sub fahren, aber dann auch nicht so viel Zeit. Vielleicht zu anderen. Ah, eine 40, aber ich muss so viel am Ende releasen. Ich kann bestimmt irgendwie Fullspeed nehmen, auch den letzten Sprung. Das Sub 13 wird ziemlich schwer.
Ich habe das Ende Fullspeed geschafft, aber den scheiß Anfang. Ich hab nur nochmal einen Fullspeed gestartet. Boah, jetzt hätte ich ein perfektes Ende. Ich hab so gute Starts, aber ich. Das Ende ist halt so schwierig. Du musst so knapp an der Straße vorbei springen, wenn du es Fullspeed willst. Wow. Komm, oh. Granat, die macht Top 4 klar. Ja, ich brauch bloß. Ich schaff den Anfang einfach nicht Fullspeed. Also ich land dann immer so komisch, eklig schräg. Verlier dann alles. Versuch's nochmal. Ja, nicht so. Och. Einmal ineinander gegen die Kante von der ersten Quarterback. Also ich lenk da links und dann am letzten Moment lenk ich rechts am Start. Ja, genau. Also ich sehe Granati mit der besten Zeit in Checkpoint 1. Ja, aber ich bin halt schräg gelandet. Deswegen hatte ich kein Speed. Ah. Och, Mann. Verdammt. Oh nein. Ach komm, jetzt muss ich das mal schaffen. Ja, wir warten hier. Ich schon wieder? Ich schaff's einfach nicht. Dann immer seitwärts. Ah, viel zu schräg. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Och Mann. Ach ja, Mann. Glaub, mein Start war nicht gut, mein Ende war gut in dem Run, aber der Start. Bin ich richtig. Ich hatte einmal einen richtig, richtig guten Start gehabt. Wenn ich stark getroffen hätte, am Anfang halt direkt auf immer. 0,13. Oh, jetzt hab ich's. Oh, komm, jetzt Speed, wenn ich da jetzt rein nicht schaffe, ne? Ich hab so einen guten. Nein, gegen Ziel! Ah. Und das muss es sein. Komm! Boom! Fuck, ja! Oh. Der war gut. Oh, komm jetzt aber. Los. Oh! Ja! Ich bin die ganze Zeit viel zu hoch, ey. Das ist unglaublich. Oh, jetzt sind da andere dazwischen. Ach, oh, Mann. Aber. Die haben ja auch jetzt plötzlich alles ab. Weil mir jetzt gerade so scheiße. Wenn ich den Start öfter schaffen würde, wäre ich bestimmt. Erster. Jetzt klappt der Start bei mir nicht mehr. Ja, der klappt ja, bei mir die ganze Zeit nicht. Ich hatte gerade 3 Minuten einmal. Bei mir immer direkt die Rotation aufhören. Oh. Alter, das geht noch, aber auch nicht so toll. Ach, ich hätte mir gedacht, ich hätte schon gleich mit dem Ziel gesprungen. Komm, letzter Versuch. Jedes Mal starte ich praktisch das falsche Moment. Obwohl, das geht vielleicht noch rein. Vielleicht. Ja, noch ja. Naja, nicht so. Ah, dieser erste Scheißsprung. Das ist so wichtig. Aber ich hole halt wieder nix auf irgendjemanden. Ist einfach zu viel Zeit. Und die Maps zu kurz. Ja, das stimmt. Bin ich jetzt wieder top. Also 20. Es ist zu viel Zeit für so eine Art Map. Der Weg war ja sofort klar. Am Ende war es einfach nur eine LOL-Map. Oh na geil, in Loop Cut. Eieiei. Oder? Das. Ja, ja. Das ist ein direkter Loop Cut da in den Checkpoint rein. Ja, aber der erste Loop nicht. Ja? Der erste Loop kann man von nicht dem kommen. Ersten Loop da in den zweiten. Ach, so. Oh, kann man da. Ach, du machst Quarterpipe Jump. Ach so. Quarterpipe Jump bin ich mir jetzt nicht sicher, dass ich das könnte. Das wäre heftig. Oh, okay. Das könnte eine Map für mich sein. Oh, man springt nach rechts. Mein Pad ist rausgerutscht. Fuck, jetzt habe ich 10 Sekunden verloren. Ach, shit. Ich bin erst ein Jump. Probier's einfach mal. Ey, ich spring die ganze Zeit zu weit rechts, es gibt von mir. Der blöd, dass da oben die Quarterpipe im Weg ist. Ah ja. Das ist sie. Ja, mal sehen. Er hätte mich jetzt ganz gut gedreht, tatsächlich. Ja, ich sollte vielleicht. Da oben. Obwohl Cam 1 ist gar nicht so schlimm. Ach, schade. Fuck. Boah, das ist aber schwer da zu landen. Wenn ich nicht released, hätte ich es gerade gehabt. Man muss schon sehr flach springen. Da oben nicht. Nimm die einfach mit.
Ach, Mensch. Bring die ganze Zeit in Richtung Finish. Ja, das geht relativ leicht. Ah, ich release jeden fucking Run, release ich zu viel. Schon wieder! Gibt's doch nicht. Also versucht ihr das jetzt mit dem direkten Quarterpipe-Jump? Ja, eigentlich in den Checkpoint. Ja, ich glaube ja, auch direkt in den Checkpoint. Kann man bestimmt irgendwie einen Crosslide machen oder so. Ich glaube, das schafft man noch nicht vom Winkel her mit dem direkten Sprung. Hört sich so eklig. Ach, dreh mich doch nicht immer aufs Dach. Fuck, ich bin genau auf dem Dach vom Checkpoint gelandet. Gerade so. Oh. Mit TMF hätte ich jetzt einen Bug finden bekommen. Oh. Ja, genau. Damn, 10. Hätte schon so viele, wenn sie so fucking knapp waren. Ich stand auch nie so, dass ich irgendwie ein Crosslide machen könnte oder sowas. Immer auf dem Dach. Ich stand auch immer auf dem Dach. Und Spirit. Endlich etwas. Nicht Angst. Das. Ich weiß nicht, so mit einfach direkt respawn kann man nicht viel schneller machen, als ich gemacht habe. Braucht er schon irgendwie eine Lucky Landung. Vom Booster abbauen oder so. Was ich gerade gemacht habe, aber. Ich hatte auch den Booster in meinem Run berührt. Also ich mir denke, das Geländer da am Rand vom Booster halt zu berühren und von dem abzubouncen, das ist ja so ein bisschen schräg. Ach komm! Aber ich das... Oh Gott, meine Fresse, das war's. Das hätte so krass sein können. Ah. Was denn? Oder? Bitte leg mich nicht aufs Dach. Oh? Ja, okay. Och, lieg ich. Oh. Ich hab immer noch nur eine 5-8. Ah, das wäre perfekt gewesen. Ich bin vor dem Booster gelandet. Und zwar auf meinen Rädern. Oh, oh, komm. Ja. Nein, no. Ich auch genau das gleiche, Marius. Aber das ist eine Strat. Links, nach links lenken beim Absprung. In der Quarterpipe. Komm. Oh ja, da kann man wirklich. Oh, na, jetzt nur noch eine Minute. Ich. Dann landet man, glaube ich, safe auf den 4 Rädern, wenn das macht. Ey. Jetzt leg ich mich wieder aufs Dach. Och. Warum? Einmal Lack drauf, Mann, ey. Einmal Lack. Komm, leg mich bitte nicht aufs Dach. Oh ja! Oh, nice. Oh, ich bin lucky gegen den Booster-Dings geflippt und halt perfekt auf die Räder gelandet und direkt mit dem Boost quasi weitergefahren. Nice. Auch noch den Dings bekommen, ja. Naja, aber komplett voll. Oh, oh, das ist gut, hier kann ich ein bisschen aufholen. Ich hab genau die Bug-CP von außen getroffen, aber perfekt.
Ja, ich auch schon. Das sehe ich auch, ja. Das ist mir am ersten Versuch schon passiert. Geil. Mann, wenn man 6 Minuten immer diesen Sprung versucht, dann... Geht aber nicht. Und ich hatte jetzt echt 2-3 richtig, richtig gute Versuche und die alle in die Hose gingen. Na toll. Nee, das sieht nach Overwall aus. Das sieht mir nach einer doppelten Overwall aus. Oh, Gott. Oh nein. Ja, der erste ist ja einfach, aber der zweite. Ich schätze mal, man nimmt da den, das Loch lieber einfach, um rauszukommen. Um rüber zu bouncen. Ach ja, das könnte auch sein. Bin ich mir nicht so sicher, ob das, aber. Also, es ist wahrscheinlich. Können wir vorstellen, dass es langsamer ist, aber. Oh Gott. Oh, hab's fast hinbekommen. Der erste wird nicht das Problem sein. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich probier's jetzt einfach mal so. Halb. Ja, ich denke schon, dass du von. Loch mitnehmen sollst. Mal mitnehmen oder. Das Loch da mitnehmen? Wie zu respawnen mit. Für keinen Winkel. Also, das normal oder wo? Das krieg ich nicht hin. Ich auch nicht. Versuche ich auch gar nicht erst. Oh, das ist scheiße hier. Achso, Overwalls. Wenn man richtig gut oder über die Wand kommt, kann man so eine gute Zeit fahren. Ich habe im First Try die Overwall hinbekommen. Ne? Bei First Try. Allerdings hat es gedauert, bis ich drüber kam. Ah. Oh, ja. Boah, was war das denn für eine Landung? Fünfter. Oh, ich bin so weit links gelandet. Ich habe aber perfekt das Loch mitgenommen. Bong. Ah, vom Loch nimmt man dann schon die linkere obere Ecke mit, oder? Links? Also ich fahr erstmal links ums Loch rum und nehm dann die äußere Ecke quasi. Oder wie sonst. Okay, also was macht okay, der Typ? Okay, das hat gut geklappt. Wow, danke. Der Overwall war perfekt. Wow, die Landung von ihm. So der Wahnsinn. Okay, der Erstplatzierte nutzt tatsächlich auch das Loch. Man kann bestimmt noch irgendwie einen Lucky Backflip machen. Komplett drüber fliegen. Boah. Oh ja. Ich bin so happy gewesen, ne? Ich habe 2 Versuche gemacht und beide Male bin ich einfach über die Wand drüber gefahren am Ende. Oh, ich hab doch gequalt. Aber es bringt mir nichts. Aber auch nur, weil ich so einen scheiß Anfang hatte. Ich war schon nach dem ersten Overwall mehr als eine halbe Sekunde hinter dem ersten. Jo! Bin einfach rübergesprungen, über die Bande. Aber leider... Okay, komm mal. Alles rum. Ja. Ich bin so hoch gesprungen von dem Teil. Ich bin richtig weit geflogen, aber halt auch richtig hoch. Das hat dann halt Zeit gekostet. Aber ja, das war bei mir perfektes Loch. Ich bin einfach quasi wie so ein Halbblock hochgebounced, aber perfekt gerade geblieben. Also, wie bist du es angefahren, Granati? Naja, halt wie gesagt, die linke äußere Ecke quasi. Einfach so ein bisschen schräg drüber. Weiß nicht genau, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie, aber das funktioniert meistens sogar halbwegs gut. Ich habe bloß gerade den ersten Overwall nicht ordentlich. Was sind deine linken Räder dann noch auf der Straße oder fährst du mit allen 4 Rädern mal kurz ins Loch? Die linken fahren quasi genau über die Ecke. Also so ein bisschen, also auf jeden Fall noch auf der Straße, aber nur noch so ein bisschen. Man muss halt aus dem ersten Overall richtig gut landen für mehr Speed. Yo, das war perfekt, der Flip. Ich hab ich halt gerade überhaupt nicht. Alter Schwede. Yo, eine 16. Das ist ein schlechter Start. Das
gibt's ja nicht, ja. Jetzt habe ich das auch mit so einem Flip drüber gemacht und richtig schlecht gelandet und ich habe mich halt um 7/10 verbessert. Ich darf den ersten Overwall nicht mehr ordentlich. Jedenfalls nicht schnell. Ja, manchmal kommt er bei mir überhaupt nicht zustande oder er ist so spät, dass ich da gar nicht auf den Dirt komme. Ja. Ich lande halt vor allem fast nie flat. Den gehe ich ziemlich konstant. Aber nein, den zweiten halt nicht. Ich weiß schon seit 2 Minuten nicht mehr bei dem Loch. Hier down bekommen. Ich habe halt mehr als eine halbe Sekunde verloren beim ersten Overwall. Oh, bitte funktioniert. Oh. Kann man vergessen. Wird nichts heute. Oh. Giga Cube, the Darik is my Vodafone Box with the Dragged Internet at the moment. Was ist das? Oh Gott. Checkpoint gesprungen gegen Overwall. Nein, der scheiß Zaun! Och, ich hab den letzten Versuch, ich lieg auf Platz 34. Warum hat das bei euch allen geklappt? Ey. Ja, toll, das hab ich nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich war so happy, wie ich beide Overwalls hinbekommen habe am Anfang, es brachte mir null. Oh, jetzt bin ich ganz gerade drüber. Oh, jetzt krieg ich den Flecken, Mann, das ist doch nicht normal. Warum krieg ich jetzt den Flip? Ich hatte null Speed und einfach drüber. Hä? Ich hab sogar ohne Flip einfach ganz gerade drüber. Ja, ich auch. Oh. Mann. Okay, ja, okay, der sieht einfach aus. Kommt jetzt bitte eine Map, auf der ich 5 Sekunden auf alle Spieler aufhören kann? Man muss, muss hier nur auch overwallen, aber der Overwall sieht einfacher aus. Ja, der sollte sein. Ja, und hier muss man halt irgendwie umdrehen. Das ja, das ist, daran wird es dann wahrscheinlich liegen. Diese schöne Camp 3 Map, danke dafür. Unfassbar. Ich frag mich, wenn er das jetzt nicht Cut Edition betitelt hätte, wie viele Leute hätten den Cut gesehen? Lange nicht so viele bestimmt. Oh, das war geil. Das ist klar. Und der hat gut funktioniert. Wir hatten ja schon wieder eine 14. Ich glaube, das hätten nur ganz wenige mitbekommen. Wäre eigentlich viel lustiger gewesen. Auf fast allen Maps wäre das, ja. Die erste zum Beispiel fällt mir da auch ein. Der Cutter war ja auch ziemlich special. Oh, der war ja perfekt. Bei mir auch. Der Start war scheiße bei mir. Ja, bei mir auch. Oh mein Gott, das war so knapp. So perfekt. Hallo, Kamera? Nein, dieser Overwall. Alter, oh bitte, bitte lass mich das schaffen. Ich krieg so einen guten Start, aber dann so ein Scheiß. Nein! Ich war eine halbe Sekunde vorm ersten. Ich hatte so einen perfekten Turnaround. Ich bin jetzt einfach nicht drüber gekommen, ich war auch ganz knapp am ersten. What the fuck? Oh. Okay, das krieg ich aber hin. Das muss funktionieren. Ah, jetzt hab ich die Wand berührt. Es klappt der Cut schon wieder gut bei mir. Hä? Ich schaff den zweiten Overwall nicht mehr. Na geht doch. Ich schaff den zweiten Overwall nicht, wenn ich einen super guten Start habe. Ja, der erste Versuch bei mir perfekt. Probier den vielleicht ein bisschen früher, in der S-Kurve noch. Ja, hab ich versucht, aber... Es gibt doch nur einen Overwall. Das erste ist doch kein Overwall. Oh, jetzt hab ich's perfekt bekommen. Aber trotzdem bloß 15, weil mein Start scheiße war. Ich habe zweimal die perfekte Landung am Start gehabt und mein Slide ging gerade nur einen Pixel vor der Checkpoint-Linie lang. Ja,
Oh, jetzt hab ich's auch gerade. Ach komm, bitte. Mein Speed war einfach weg. Bitte lass mich schaffen, ich bin erster am CP. Boah, war aber auch schlecht. Bin ich von ersten auf 7. am Ende. Ah, schon wieder keinen Speed gehabt. Ist doch anders, oder? So. War wieder so gut. Ja, die Wand berührt. Ja, geht doch. Ja, Speed verloren. Das Ende war ja richtig mies, hätte ich auch erster sein können damit. Aber ich verliere auch am Ende so viel. Das ist vielleicht mit dem Neo-Style. Oder man macht den Overwall erst ganz spät und fliegt dann quasi direkt ins Ziel. Wenn das geklappt hätte. Ich denke, das könnte sogar funktionieren, wenn man den erst ganz spät macht. Weil. Versuche ich noch. Okay, jetzt habe ich den Start verstanden. Ich bin immer links herum gedriftet und nicht rechts herum. Aber rechts herum ist viel besser. Das hängt immer von der Landung ab, so. Ja, aber von rechts herum kann man eine viel bessere Landung bekommen. Ich denke, man will am Ende direkt ins Ziel. Ey, das gibt es doch nicht. Krieg ich den Start wieder nicht hin. Auch nur einmal einen guten Start. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich hatte noch keinen. Ich hatte so perfekte Starts, wo ich aber den CP um Pixel verpasst habe beim Drift. Die waren alle immer mit der Top-Landung und alles, aber... Ich hab's grad gar nicht mehr gerade zu landen. Hatte ich am Anfang auch. Ach. Oh, jetzt, das wird's. Muss ich bloß den Overwall am Ende schaffen. Ja. Geil. Ich bin überrascht, dass es am Ende überhaupt funktioniert hat. Ja, nur 23 ist auf der Map. Was ist denn für ein langsames? Ich bin nicht komplett direkt ins Ziel gesprungen. Vorher nochmal gelandet. Komm jetzt. Okay, wenn mit einem noch guten Start kann ich Astro ran. Nur noch einmal ein. Ich mal bitte hin. Ist immer zu flach, es wirkt auch so unkonstant am Start. Manchmal springt man so viel niedriger als im Anfang. Ja, das war wirklich so. Ich hab insgesamt voll aufgeholt. Ja, ich habe mich um 6000stel verbessert. Yay! Ja. Geil. Jetzt habe ich es endlich hinbekommen, dann habe ich 2/10 am Ende verloren, weil das mega komisch war. Ah, letzter Versuch. Ah, komm. Ja, das könnte was werden. Will Speed mitgenommen. Nein! Das wäre nicht 15 gewesen. Egal, Rex ist Dritter. Och, Mensch. Ich frag mich ja, auf welcher Strecke hat der Willow so viel Zeit verloren, dass der hier nirgends auftaucht? Überall. In jeder Strecke, auf der man die nicht sah. Ich glaube auch schon auf der zweiten App schon. Weil, aber mir ist er auch häufig mit Top-Zeiten aufgefallen halt. Ja, halt entweder Top oder halt komplett scheiße gefahren. Das ist die letzte Map? Nein, vorletzte. 9 von 10. So, okay. Also wir haben da einen Checkpoint. Wir haben hier einen Checkpoint. Ja, das ist natürlich interessant jetzt hier, diese Checkpoints. Ah, okay, ich verstehe. Beim ersten CP rumdrehen, dann zurück in den zweiten CP und dann die Strecke normal fahren und dann mit der Quarterpipe wieder hoch ins Ziel. Würde ich vermuten. Ja, Quarter. Ah, letzte Spur. Das sieht mir aber einfacher aus, ja, ganz normal zum Ziel zurück. Gibt's denn nur ein Ziel oder gibt's auch ein anderes? Ich hab das eins gesehen. Nee, hey, gar nichts. Was bring ich denn hin? Achso, ja, springt normal zum Ziel hoch.
Ja, es gibt halt nicht wirklich eine andere Lösung zum Ziel zu kommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ist das doof? Nee, aber das ist ja eigentlich ziemlich einfach, der Cut. Und dann ist das halt immer die beste. Die Quarter Pipes könnte man nehmen, aber da kommt man sowieso von der gleichen Richtung. Aber... Ach, also so wie ich das im Moment sehe, ist es nur zwischen Umdrehen im Checkpoint oder Normalfahren. Oder seht ihr da noch irgendwas? Das ist halt irgendwie, ist das natürlich dann lame. Nee, ich denke, das war's. Höchstens am Ende noch Sidejump machen bei der Ramp oder so, um ein bisschen schneller zu werden, aber. Wenn das so richtig ist, ist das gut, weil das ist dann eine Map, wo ich nicht viel Zeit verbringen kann. Das stimmt. Wo bin ich denn jetzt auch noch Vierter? Porus kann ich aber auf jeden Fall überholen. Bloß mal einen guten Turnaround. Mehr ist es ja auch nicht. Macht ihr einen Wallbang vor dem Turnaround oder einfach komplett Slide? Ich versuch den Slide komplett zu machen. Ich hab dich auch gemacht. Ich frage mich noch, ob man irgendwie so nach. Erstmal also nach rechts drehen möchte und dann nach links den trifft. Es kann aber sein, dass man den Slide nicht so eng wie möglich durch den Checkpoint machen will, sondern erst später, damit man genug Geschwindigkeit hat. Also ich bin. Hä? Kann man den Sprung smooth hinzubekommen? Das habe ich mir auch schon überlegt. Also ich bin eine Punkt 40 gefahren mit. Halbwegs schlechten Wallbang eigentlich. Aber eine 19 geht damit wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich, dass man zu hoch landet. Ja. War ich hier 16. hinten? Hier bin ich dann. Hä? Oh, schöner Lag. Hab ich nochmal ein bisschen was auf. 2019. Axi, bist du normal gefahren oder? Ja, ich hab den Wallbang benutzt diesmal. Okay. Ich hasse solche Wallbangs. Bin ja nur noch. Hä? Hä? Was macht ihr? Was macht man hier? Ich habe jetzt auch Wallbang gemacht im Checkpoint und irgendwie hat er der Speed gereicht, um den Sprung zu schaffen, obwohl ich eng durch bin. Ja, ich habe den Perfect Smooth geschafft, den Sprung. Ja, wenn man den Turnaround gut schafft, dann hat man genug Speed. Och, ich krieg jetzt immer Noseslide nach dem Wallbang. Aber ich bin auch so unglaublich weit. Ich hab jetzt ohne Wallbang gemacht. Habt ihr Wallbang rechts oder links? Rechts. Keinen mehr gemacht. Nein! Oh! Wär's gewesen. Ah! Jetzt sehr für den Turnaround da. Oh, bitte lass mich den Sprung schaffen. Nein, jetzt hab ich ganz leicht geklippt. Denkt ihr, man kann am Ende noch irgendwie einen Sidejump machen oder ist der Winkel dazu zu eng? Ich komm nicht rum. Einen Sidejump. Ach man. Ich hab nicht mal den Sprung dahinter dann geschafft, nach meinem Turnaround. Ich kann es aber nicht verbessern. Man, ich schaff den immer nur ganz knapp. Das ist mir komplett rätselhaft. Ich war hier nur so 0,5, 0,6 konstant. Wenn überhaupt, selbst das ist schwierig. Man braucht wirklich einen perfekt engen Turnaround. Nein! Oh, ich hätte es fast geschafft. Nein, ich bin auch nur 21. Aber bei mir läuft es heute auch nicht so. Warum bremst du immer ein bisschen zu lange? Das ist auch nicht mehr. Och, komm. Ah, schade, das hätte so gut sein können. Ja, nix so, alles klar. Gott, diese.
Ob bin ich rumgekommen? Ja. Könnte es werden. Ja, und da kriege ich im letzten wo ich wirklich jetzt was kriegen muss, einen fucking Landebug. Der war echt. Ach komm, bitte. Hä? Wie war das nicht schneller? Ich habe mich auch mal im letzten Versuch verbessert, ausnahmsweise. Aber trotzdem verliert man hier nicht viel. Wo ist denn Torus? Ich hab jetzt 18. Oh, Torus hat bloß ein 25. Eieiei. Bin ich Dritter. Also mit der Zeit, als ich sie gefahren hatte, war ich Vierter. Und dann habe ich mich ja nicht verbessert. Oh, das ist so eng bei Torus, Nexo und mir. Bitte sei simpel. Gott, ich bin ja nur 12. Ist das die letzte Map? Nee. Ja, es ist die letzte. Ja, das ist die letzte. Ah, oh, immer noch 15. Och, verarsch mich doch. Ein Flak-Jump. Was für ein Jump? Ein Flak? Flak-Jump. Wo denn? Wie denn? Hä? Eine Rampe da abbauen ist ein Ziel, oder nicht? Oh Gott, das wäre schwierig. Glaubst du, dass das geht? Was sieht ihr denn sonst hier? Ja, nix. Ja, dass das ein Bugslide da hinten wäre. Dann oben. Ja, das ist, Bugslide ist ja kein Cut. An sich nicht. Aber also ich fahre aber erstmal ganz normal den Weg. Aber die Kante... Aber kommt man da... Kann ich mir nicht vorstellen, dass man so weit fliegt. Ja, was will man denn sonst machen? Vielleicht gibt's auch gar keinen Cut. Das wär's. So könnte man Lars echt noch ärgern. Das ist hier allgemein. Irgendwas muss ja geben. Also dieser Cut, wenn man den schafft, das sieht auch so aus, als würde man dann 6-7 Sekunden gewinnen. Das sieht komplett random aus. Ja, aber wie soll man denn abbauen, dass man so weit fliegt? Ich gar nicht. Wir fahren noch alle normal. Ich versuche jetzt einfach normal zu fahren. Ja, jetzt auch. Ja, so sind wir auch. Ja, wenn nicht mal das. Ganz mit einem Zuschauer. Autsch. Aber es ist kein Bugslide am Ende, oder? Aber nicht. Sah mir dann auch nicht so aus. Ich hab's einmal, bin ich hier lang gefahren und es war nicht so zufriedenstellend. Stell dir vor, irgendeiner schafft jetzt den Cut, der meilenweit hinten ist und damit. Ja, damit ich werde ab jetzt nur noch den Cut fahren. Ich habe jetzt eine Runde reingefahren und jetzt werde ich immer diesen Cut versuchen. Weil was bleibt mit den anderen übrig? Aber wenn Nexo jetzt normal gute Zeit fährt und mich damit einholt, ist halt scheiße. Ich war einfach auch, normal. Ich glaube auch, dass man meine Zeit jetzt noch so ein 7/10 schlagen könnte, das kann ich mir noch vorstellen. Deswegen will ich mich noch ein bisschen verbessern. Immerhin einmal. Crash schon noch die letzte Runde. Oh, das war gut. Okay. Nein! Ich hab die Strecke vergessen. Gut, 7/10. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das geht. Aber bisher treffe ich das auch null, diese Kante, aber es ist ein so komischer Winkel. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht ist ja geplant, der geplante Cut, dass man am Ende irgendwie halt einfach so viel Speed hat, dass man rausspringt. Direkt in das Finish. Kann funktionieren. Versuch mal den Cut. Bist du da direkt in das Ziel reingesprungen? So, jetzt habe ich das erste Mal diese Kante berührt, aber ich bin meilenwach weit entfernt. Ich bin auch in Richtung Ziel gesprungen, also die Richtung passt so, aber das ist ja nicht mal knapp, also... Ich weiß ehrlich nicht, ob das gehen kann. Man bräuchte hier definitiv noch... Oder warte mal... Da ist eine Wall weit außen versteckt. Ja, da ist nichts, hab schon geguckt. Okay. Hab ich auch gedacht. Ja, das ist ein. Das ist ein Booster, mit dem kann man da reinspringen, ja. Ja. Ja, scheiße, das geht.
Ja, das aber geht. Weißt du, wie hässlich das zu fahren ist? Obwohl, du hast aber den Ja, das ist tatsächlich geplant. Man würde jetzt hoch über diesen, über das Schild, da hoch. Da, und dann muss man durch diesen Checkpoint durch. Oh Gott, aber jetzt bleibt nur noch 2 Minuten. Ja, bitte was? Ja. Warte, was wollt ihr machen? Wie soll man das denn schaffen? Bei der Wallride springt man raus. Das sind in diesem großen Gebäude Uphill-Plattformblöcke. Oh, das ist ja auch. Ach, da alles klar. Nee, versuche ich nicht. Victor, das schafft dann. Das ist so schwer und das ist so. Versuche ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viel schneller das wäre. Ja, schon einiges, denke ich. Normal, ich bin so du erst. Vielleicht muss man ein gutes Ende drin. Guys want to extend. XD, Alter, fuck off. Nice! Dann schafft das jemand, ne? Ja. Nexo sagt auf, nee. Ich bin im Turbus. Ein bisschen Zeit auch. Nicht zu sehen. Mach bloß mal den einen Jump hier gut, bitte. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommen soll. Vor allen Dingen ist die eine Pipe genau im Weg. Ja, eine 94. Muss man da vielleicht durch die durch das Dreieck durch? Musst du dann auch noch durch den CP wieder? Ja, das ist ja, wenn ich überhaupt da hinkommen würde. Also, und Quarker hat es geschafft und eine 20,2 gefahren. Wenn das Dog schafft, würde er mich gerade so überholen. Ja, das wird gut. Nein! Wo ist Nexo? 14 Hundertstel. Oh, das reicht nicht. Da darf ich sie aber nicht nochmal verbessern, sonst bin ich am Arsch. Doc left the server, Lars. Bitte nicht, Nexo, bitte reiß dich zusammen. Okay. Oh ja, okay. Ich müsste Dritter sein. Oder was hat denn Doc gefahren? Hat er gar nichts gefahren? Kann sein. Der ist ja gar nicht zu sehen. Ich glaube, ich bin sogar Zweiter. Ah, ja, Mann. Ja, geht doch. Was bin ich? Ja, ich bin Zweiter. Nice. Oh. Granati, du lädst so schnell immer. Ich will doch auch das Ergebnis wissen. Geladen, warum auch immer. Neunter. Hauptsache vor Maxi. Du hast einen riesen Abstand nach vorne. Genau. Fast eine Sekunde. Hauptsache. Ah, es lief besser als gedacht. Hallo, weil ich bei der einen Map am Anfang verkackt habe. Ah, Zehnter. Hallo, 2 Zehnte, ja, wow. Ach, passt. Also sind alle ja, trotzdem Zehnter Mario, sehr gut. Zweierpärchen nebeneinander. Ich hatte eigentlich kaum irgendeine Map, wo ich dann die Runde durchkam. Die eine Map hat mich richtig gerettet mit dem Quarterpipe Jump über die ganze Map. Da eine halbe Sekunde schneller war. Ah ja, stimmt, ja, das Ding gab's ja noch. Hat mich schon gewundert, dass du eigentlich jetzt zu nah warst, eine Sekunde. Hm. Es gab halt jetzt keine Map mehr, wo ich richtig verkackt hab. Ja. Und ab einem Punkt war ich dann auch nicht mehr immer so weit vorne. Ja. Gut. Was hat denn aber Doc gemacht? Der hätte einfach bloß durchfahren müssen. Der wäre locker Zweiter gewesen. Ja, aber der will halt gewinnen, schätze ich mal. Ja, ich glaube auch, dass der gewinnen wird.